Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shots Fired. Wir sind wieder da. Es ist Donnerstag, es ist 16 Uhr und das bedeutet, auf beiden Kanälen gibt es eine Debatte über die NBA. Hier werden wir heute sprechen darüber, ob Luka Doncic der beste 20-Jährige ist, der jemals in der NBA gespielt hat. Und auf Siebes Kanal debattieren wir, ob Zion Williamson noch Rookie of the Year werden kann oder ob der Zug doch schon abgefahren ist. Sehr spannendes Thema, also unbedingt auch abchecken bei Siebes. In beiden Videos könnt ihr wie immer einen Leak Pass Code gewinnen. Dafür müsst ihr einfach nur unten einmal kommentieren, gerne zur Debatte, haut euer Instagram-Handle dazu und dann kann es auch schon losgehen, dann seid ihr mit dabei. Und apropos losgehen, hier geht es jetzt auch los. Luka Doncic, bester 20-Jähriger ever. Du sagst ja, ich sag nein, der Gast hat wie immer den Vortritt. Ja, ein Thema oder ein Standpunkt, bei dem die Statistiken auf jeden Fall mein Freund sind. Ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, muss ich euch nicht erzählen. Wir sehen es fast jeden Tag, überall geschrieben. Luka hat wieder einen Rekord von LeBron gebrochen. Die meisten Triple-Doubles unter 21 Jahren, LeBrons Rekord schon deutlich gebrochen. 35 Punkte Triple-Double hier, 40 Punkte Triple-Double da. Also alle Rekorde, die LeBron damals aufgestellt haben, wo wir gesagt haben, wow, als 20-Jähriger, die zerschmettert er gerade. Die zerschmettert er gerade Nacht für Nacht. Und was für mich ein wichtiger Faktor ist, abgesehen von diesen Triple-Doubles, die Stats, die Averages sprechen auch ganz klar für ihn. Wir haben 28,9, 9,6 und 8,8. Das ist fast ein 30-Punkte-Triple-Double im Schnitt. Mhm. LeBron in seinem zweiten Jahr auch schon mit ordentlichen Stats oder enorm guten Stats, wirst du mir gleich auch sagen, 27, 7 und 7 grob. Aber das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn du fast ein 30-Punkte-Triple-Double im Schnitt machst. Und für mich ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der Teamerfolg. Die Cavs haben in LeBrons ersten beiden Jahren die Playoffs verpasst. Somit auch in der Saison, sein zweites Jahr, in der er 20 Jahre alt war, die habe ich jetzt zum Vergleich herangezogen, 35 Siege, 47 Niederlagen in der damals grottenschlechten Eastern Conference. Und wir haben jetzt Luka Doncic mit den Mavs, immer so zwischen 3 und 6 im sehr engen Westen, 25 Siege jetzt schon, 15 Niederlagen, werden auf jeden Fall die Playoffs erreichen. Und vor der Saison, die ganzen Power-Rankings haben die Mavs eher so als Borderline-Playoff-Kandidat gesehen. Eher so auf 9, 10, manche auf 8. Aber dass sie da jetzt irgendwo so im Mittelfeld mitspielen würden und dass Luka so eine Saison auflegen würde, hatte niemand auf dem Schirm. Das ist noch nie da gewesen. Er hat ein Selbstbewusstsein, das noch nie da gewesen ist. Da war LeBron James weit von entfernt. Und das liegt einfach daran, der Mann ist einfach schon 5, 6 Jahre Profi. Der hat auf dem höchsten Niveau abseits der NBA Basketball gespielt für viele Jahre. Den schockt nichts, den juckt nichts, der macht sein Ding. Und LeBron James kann damals gar nicht auf diesem Level gewesen sein, weil er dieses Mindset gar nicht hatte. Der hat ein paar Wochen vorher noch Highschool-Spiele gespielt und Luka ist einfach MVP in der Euroleague geworden. Das kannst du nicht vergleichen, LeBron James war nicht auf diesem Level. Sehr guter Case für Luka, auf jeden Fall. Alles, was du gesagt hast, stimmt. Die Rekorde, die er bricht, absoluter Respekt dafür. Die Stats, die er auflegt, 29, 9 und 9, das ist so eine deutliche Sprache. MVP-Kandidat in der NBA, Wahnsinn. Aber er ist für mich trotzdem nicht der beste 20-Jährige, der jemals in der NBA gespielt hat, denn da muss er sich wirklich streiten mit drei anderen Kandidaten. Du hast jetzt LeBron James angeführt. Es ist aber nicht nur LeBron James, der 27, 7 und 7 bei den Cavs damals aufgelegt hat, sondern es ist auch ein Shaquille O'Neal in seiner Rookie-Season, der war nämlich auch 20 Jahre alt, und ein Magic Johnson in seiner Rookie-Season. Beide absolut abgeliefert. Wir sprechen gleich drüber, was sie individuell accomplished haben. Aber ich will erstmal auf Luka eingehen und auf diese Stats und auf diese ganzen Rekorde, die gebrochen wurden. Fällt uns nicht allen langsam auf, dass das auf die ganze NBA betrachtet funktioniert momentan? Rekorde werden links und rechts gebrochen. James Harden averaged 38 oder 39, je nachdem. Giannis Antetokounmpo bei über 30 Punkten, hat aber nur eine Einsatzzeit von irgendwie 30 Minuten im Schnitt. Es liegt einfach daran, dass das Pacing in der aktuellen NBA so hoch ist und Luka ist für mich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Er hat bei den Dallas Mavericks eigentlich schon seit seiner Rookie-Saison komplette Narrenfreiheit. Das hatte nicht mal LeBron James auf diesem Level. LeBron musste sich noch mit einigen Veteranen rumschlagen. Bei Luka war von Tag 1 klar, hier hast du den Ball, let's go. Seine Usage Rate im Vergleich zu Magic, LeBron und Shaquille O'Neal im gleichen Alter ist absolut bahnbrechend. Er ist bei 37% Usage Rate seines Teams. Die anderen Spieler kratzen nicht mal an den 30. Also das war einfach, es war ein
komplett anderes Spiel. Luka hat wirklich jegliche Narrenfreiheit. Er wird bei den Dallas Mavericks so ein bisschen gehalten wie ein junger James Harden. Also er kann einfach machen, was er will. Und diese Freiheiten hatten LeBron nicht und Magic nicht und Shaq nicht. Und ich glaube, hättest du denen im gleichen Alter so oft den Ball gegeben und so das grüne Licht von draußen, from downtown auch, darüber müssen wir auch gleich sprechen, über die Dreierrevolution, dann hätten die ähnliche Zahlen aufgelegt und hätten ebenfalls noch krassere Rekorde setzen können. Das weiß ich nicht. Also du sprichst hier von der Usage Rate. Wenn wir aber mal auf die Minuten gucken, LeBron James hat in der besagten Saison 42 Minuten gespielt. Luka spielt gerade nur 32. Das ist fast ein Viertel weniger, ein ganzes Quarter, was der auf dem Feld steht. Und trotzdem toppt er ihn in diesen Stats. Es sind wirklich 10 Minuten weniger. Das ist enorm viel. Also Narrenfreiheit hatte wohl eher LeBron damals. Vielleicht handelt Luka den Ball jetzt mehr, deswegen die höhere Usage Rate. Aber Narrenfreiheit hatte ja wohl LeBron in diesem grottenschlechten Cleveland-Team, in dem er der Retter war. Er hat 42 Minuten gespielt. Damals gab es noch kein Load-Management und wir müssen gucken, dass er maximal 35 Minuten spielt. Damals hat er 5 Minuten auf der Bank gesessen und sonst war er da draußen. Und dass du jetzt alles auf diese Stat-Inflation schieben willst, die Spieler, die du gerade aufgezählt hast, Harden, Giannis, das sind alles absolute Ausnahmeerscheinungen in der Geschichte des Basketballs. Das liegt jetzt nicht nur daran, dass der Pace höher ist. Der Pace ist immer mal wieder höher gewesen und wieder gesunken. Da hatten wir auch schon Saisons früher in den 90ern und Anfang der 2000er, wo der Pace enorm hoch war. Dass ein James Harden 38 im Schnitt macht, das liegt einfach daran, dass James Harden geisteskrank ist. Dass er geisteskrank gut ist. Und das erleben wir jetzt auch nicht alle 2 Jahre. Genauso wenig, wie wir alle 2 Jahre jemanden erleben, der 30, 10 und 10 auflegt im Alter von 20. Wenn das so einfach wäre, und wenn die Stats so inflated wären, dann könnte es ja jeder machen. Es hat aber bisher eben nur Luka Doncic gemacht. Ja, aber wir sprechen ja von einem elitären Kreis. Ich sage ja nicht, dass ich Luka nicht in diesen Kreis aufnehme. Ich bin ja nicht Snoop Dogg. Aber was ich auf jeden Fall sage, ist, dass Luka extrem profitiert von der Zeit, in der er lebt. Wenn wir beim LeBron-Luka-Vergleich bleiben, wir haben die Stats jetzt schon ein paar Mal genannt. Luka mit 29,9, LeBron mit 27,7. LeBrons Team hat damals über 10 Possessions weniger pro Spiel gehabt. Und ich gehe nicht mit, wenn du sagst, LeBron hatte die Narrenfreiheit, die Luka genießt, weil so war es einfach nicht. Bei diesem Cavaliers-Team gab es damals einen Carlos Boozer, da liefen Darius Miles rum. Das waren alles Leute, die wollten sich nichts sagen lassen von einem 20-Jährigen. Das waren Leute mit einem Ego. Die hatten keinen Bock auf einen 20-Jährigen. Bei den Dallas Mavericks ist alles auf Luka ausgerichtet. Da gibt es keinen einzigen Spieler, wo du denkst, oh, die könnten sich in die Haare bekommen. Und außerdem, ich habe es schon angekündigt, die Dreierrevolution. Luka nimmt 9 Dreierversuche pro Spiel. LeBron James war bei 3 oder 4. Und das war damals schon viel. Dementsprechend sind diese Punkte, die er auflegt, hat einfach enorm viel mit der Zeit zu tun. Du kannst dann aber nicht sagen, wenn du LeBron James, den zweitbesten Spieler aller Zeiten, in die gleiche Ära steckst, dass er nicht mindestens die gleichen Zahlen auflegt. Und dann kann man einfach nicht hingehen und sagen, Luka ist clear-cut der beste 20-Jährige. Doch, kann man. Das ist einfach nicht richtig, wenn du sagst, LeBron James hatte damals nicht so viele Freiheiten. Guck dir doch einfach die Würfe an, die sie genommen haben. LeBron James hat nicht nur mehr Minuten gespielt, hat dementsprechend auch mehr Würfe genommen. LeBron James hat 21 Würfe genommen, Luka nimmt aktuell nur 20 pro Spiel. Das heißt, LeBron James war da jetzt nicht angekettet und musste Carlos Boozer zuschauen, wie er das Spiel übernommen hat. LeBron James war auch da schon die klare Nummer 1 im Alter von 20 Jahren. Es war ja auch nicht seine Rookie-Saison, es war auch sein 2. Jahr. Da hatte er auch schon sich ein bisschen entwickelt und sich ein bisschen mehr Respekt verschafft. Er hat mehr Würfe genommen als Luka. Dass die Wurfverteilung eine andere war, ist klar. Luka nimmt jetzt mehr Dreier, verstehe ich. Aber trotzdem hat er damals auch schon so viele Würfe genommen. Und er hatte sogar eine leicht bessere Dreierquote, LeBron James. Er hätte ja theoretisch auch mehr von draußen werfen können. Ja, aber das war halt damals einfach nicht die NBA. Ja, war's nicht. Hätte damals jemand 9 Dreierversuche pro Spiel geaveraged, der hätte es ein Team-Meeting gegeben. Sowas hat es einfach nicht gegeben. Damals wusste man noch nicht, dass 3 Punkte besser als 2 sind, so wie wir es dann irgendwann durch James Harden und durch Stephen Curry erfahren haben. Aber von mir aus, lass uns wieder ein bisschen weggehen von LeBron James, weil ich habe ja eben auch Shaquille O'Neal und Magic Johnson vorbereitet. Und gerade bei den beiden ist es so extrem, weil die sind beide als Rookies 20 Jahre alt gewesen, wurden beide als Starter ins All-Star-Team gewählt. Magic Johnson, muss ich dir nicht sagen, 60 Siege eingefahren mit den Los Angeles Lakers, war der Leader dieses Teams. Er war zumindest der Point Guard dieses Teams. Er war der Point Guard. Sei mal Starting Point Guard für ein Finals-Team, das dann in die Finals geht, das in Game 6 ihren Hall of Fame Center Kareem Abdul-Jabbar verliert. Und was hat Magic dann gemacht im Alter von 20 Jahren? Er hat sich auf die Center-Position gestellt in dem Game 6. Klar. 42 Punkte gemacht, wie viel Rebounds auch immer geholt. Und am Ende wurde er Finals-MVP im Alter von 20 Jahren. Also das ist
Minimum auf Luka Doncic-Niveau und alles, was er in der Euroleague gemacht hat, ein 20-jähriger Magic Johnson. Gut, auf jeden Fall absolut herausragende Rookie-Saison. Magic Johnson, müssen wir nicht drüber reden. Absolut richtig, dass du ihn mit reinnimmst. Aber ihm jetzt für diese 60 Siege Credit zu geben und in den Finals-Run mit dem Roster inklusive Kareem, da hätten auch andere Rookies, wahrscheinlich auch ein Luka und LeBron, andere Rookie-Saisons erlebt, als sie das gemacht haben. Also ja, da ist er ja natürlich auch in eine perfekte Situation reingeraten, ohne ihm jetzt den ganzen Credit nehmen zu wollen. Aber das darf man jetzt nicht zu hoch hängen. 18-7-7 als Starting Point Guard. Komm erstmal, ja, das ist ja immer die Sache. Rookies werden gedraftet und dann sind sie erstmal in Teams, wo sie viele Freiheiten, genau, haben, weil da keine besonders guten Spieler sind. Es ist doch viel schwieriger, direkt bei den Lakers als Starter zu stehen, wo du genau weißt, die Ambitionen sind der Titel. Und das jedes Jahr. Und du musst abliefern from day one. Und Magic hatte im Jahr davor oder ein paar Monate davor die College Championship gewonnen und ein Jahr davor die High School Championship. Also Magic, gut, war ein absoluter Winner, kam in die NBA, war direkt wieder ein Winner. Für mich ist er der beste 20-Jährige. Okay, also High School, Euroleague, muss man natürlich abwägen. College-Meisterschaft gegen Larry Bird. Ja, College ist nicht Euroleague, sorry. Aber gegen Larry Bird, der gut, 3 Jahre älter. Dann hat er 18-7-7 gemacht, aber das sind eben nochmal Welten zu 30-10-10 oder 30-9-9. Und klar, er hatte damals eine andere Rolle. Luka hatte mehr Freiheiten, LeBron hatte mehr Freiheiten. Aber trotzdem kannst du, wenn du fast nur die Hälfte averaged, ja, jetzt natürlich ein bisschen abgerundet, kannst du nicht in diesem Gespräch sein. Kannst du nicht. Ja, aber kannst du nicht. Ja, wir können uns aber auch nicht mit Zahlen aufhängen, weil wie evaluierst du dann beispielsweise Shaquille O'Neal? Rookie, 20 Jahre alt, in der goldenen Ära der Center, from day one dominiert, 23 und 14. Die Korbanlagen mussten nach seiner Rookie-Saison nachgebessert und verstärkt werden, weil er so krass dominant war und stark, dass nicht mal die NBA Kirby ihn ausgehalten haben. Ich will damit nur einfach sagen, es ist natürlich für dich gerade schwer, dass du gegen 3 Spieler bei mir argumentieren musst, aber ich will eigentlich nur damit sagen, Luka Doncic ist in dieser elitären Klasse, aber ihm jetzt diese Vorschusslorbeeren zu geben und zu sagen, er wäre ganz sicher der beste 20-Jährige, der je gelebt hat und in der NBA gespielt hat, das ist irgendwie Quatsch, weil wir haben alleine diese 3 Spieler, die absolut dominiert haben. Ja, ich finde, jetzt gehst du so ein bisschen die Snoop Dogg-Route. Der hat ja dann auch noch Moses Malone aufgezählt und Kobe Bryant, wo ich mir denke, sorry, Kevin Garnett auch noch. Ja. Das waren natürlich gute Spieler, aber du musst dann... Aber nicht im Alter von 20. Ja eben, du musst dann wirklich zurückgehen und gucken, wo waren die denn mit 20? Ja. Und aber das habe ich gerade bei Shaq. Ja, aber du sagst, Shaq war in der goldenen Center-Ära dann in die Liga gekommen. Ja, Luka ist aber jetzt in der goldenen Ballhändler-Playmaker-Ära in die Liga gekommen. Okay. Und da noch herauszustechen bei den ganzen Russell Westbrooks und James Hardens und wem auch immer, wo Ballhändler und Playmaker jetzt das Spiel dominieren, da herauszustechen, das ist doch genauso viel wert, als wenn ein junger Shaq in der goldenen Center-Ära 23 Punkte im Spiel macht. Ja, und damit sind wir ja wieder bei meinem Punkt. Er gehört in die gleiche Liga von diesen Spielern, denn er weist große Parallelen auf zu diesen Legenden, über die wir gerade gesprochen haben, aber er ist eben nicht so herausragend, dass ich sage, ja, das ist auf jeden Fall der beste 20-Jährige, der jemals Basketball gespielt hat. Und um es nochmal zu betonen, was Snoop Dogg erzählt hat, war wirklich Bullshit mit Moses Malone, KG und mit Kobe Bryant, weil die waren mit 20 überhaupt nicht auf diesem Level. Ich weiß auch nicht, warum man nicht einfach Magic und Shaq hergenommen hat, das wäre viel leichter gewesen. Also LeBron. Ja, und dann hätten ihn die Leute auch nicht so getrollt. Aber gut, ich glaube, wir sind damit durch. Was ich noch ergänzen möchte, Luka hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Also er wird erst Ende Februar 21. Das heißt, da kommen vielleicht noch ein paar Triple-Doubles obendrauf. Und ich bin ganz guter Dinge, dass er am Ende dafür sorgt, dass ich hier recht behalte. Okay, dann schauen wir mal, ob du recht behältst. Wir schauen mal, was die Zuschauer sagen. Ja. Ihr könnt hier oben nämlich wie immer abstimmen. Ist Luka jetzt der beste 20-Jährige aller Zeiten oder nicht? Auf Siebes Kanal haben wir parallel debattiert, ob Zion Williamson noch Chancen hat, Rookie des Jahres zu werden oder nicht. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Sehr, sehr geile Debatte geworden. Wir schulden euch jetzt noch die Auflösung zur letzten Woche. Da hatten wir darüber gesprochen, ob Taco Fall
Brown und Alex Caruso einen All-Star-Spot verdient hätten. Was ist deine ehrliche Meinung zu dem Thema? Ich kann ganz kurz und knapp das unterschreiben, was ich auch in der Folge gesagt habe. Also ich finde es so gut, wie es ist. Die beiden werden keine All-Stars und sollten auch keine All-Stars werden. Ja, ich schließe mich an. Also ich war auch in keiner Sekunde dafür, aber es hat Spaß gemacht, dafür zu argumentieren und war auch bei euch in den Kommentaren eine ganz interessante Debatte. Deswegen fand ich das Ganze sehr schön. Wir sehen uns nächste Woche wieder, immer am Donnerstag, 16 Uhr auf beiden Kanälen. Shots fired, NBA-Diskussion. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wir sehen uns. Haut rein. Ciao.